Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Vor nunmehr über einem Jahr kam es in einem Gerichtssaal in Dresden zu einer Tragödie. Die Medienwelt hat es geschafft, dass die Menschen sagen: Ich kann es nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr sehen, tu mal weg. Fakt ist, dort wurde eine Frau abgeschlachtet von einem Menschen, der angeheizt wurde, nach seinen eigenen Angaben durch die Medienwelt, dass Frauen, die Kopftücher tragen, Terroristen sind und dass er nur dem Verlangen dieser Aussage, die in oder zwischen den Zeilen in diesen News, in den Medien, in diesen Informationen in den Medien stecken, dem ist er nur nachgekommen als gehöriger und gefügiger Krieger für die Freiheit. Und dementsprechend hat er also diese Frau, die zudem schwanger war, vor den Augen ihres Kleinkindes abgeschlachtet. Abgestochen, abgeschlachtet, zudem in einem Gerichtssaal, das als Symbol, Institution dasteht, für Gerechtigkeit zu sorgen und gerechte Urteile zu fällen in Streitfällen. Dieser Mann hat also gesagt, er beseitigt die Kopftuchfrau und hat exemplarisch seine ganze Wut aufgestaut, an dieser einen Frau ausgelassen und damit gezeigt, wie er mit den anderen Frauen, die Kopftücher tragen, auf der Straße umgegangen wäre, wenn man diesen Mann nur gewähren lassen würde. Nun ist er eingesperrt und der deutsche Staat hat gesagt, das ist falsch. Und nicht ein Jahr später, man hat also nicht lange gewartet, gibt man in Deutschland in Mehrheit diesem Mörder Recht. Man gibt ihm Recht, indem man Leute wie Sarrazin hofiert, die da sagen, Eltern, sinngemäß, die Kopftuchmädchen produzieren, haben die Anerkennung, man kann auch sagen, die Rücksicht des Staates nicht verdient, sind also wertlos, nicht zu beachten. Und wenn ich das jetzt extrem weiterführe, können abgeschlachtet werden. Warum ich das sage? Weil Sarrazin auch sagt, dass die Frauen gefährliche Gebärmaschinen wären, die die Leitkultur gefährden. Und was gefährdet, muss ja irgendwo beseitigt werden. Eine Gefahr muss beseitigt werden. Wenn er also die muslimischen Mütter als Gefahr bezeichnet, ist das gleichzeitig die Signalwirkung, die dieser Mörder vor einem Jahr schon umgesetzt hat durch andere Medien, wie zum Beispiel PI News. Und wenn man sich dann noch an die Reaktionen der zahlreichen Leser, die wir auch festgehalten haben, erinnert, da stand dann drin, was stellen die sich denn so an? Ja, das ist doch in Ordnung. Ja, da hat man dem Mörder beigepflichtet und die Frau, die Verstorbene, die schwanger war, die ein Kind in sich trug, die abgeschlachtet wurde vor den Augen ihres Kindes und ihres Ehemannes, der versucht hat, die Frau zu retten und noch von den Polizisten selber niedergeschossen wurde, aus Versehen. Da hat man gesagt, das geschieht ihr recht. Warum? Weil sie ein Kopftuch trägt. Also gibt man heute in Deutschland in Mehrheit diesem Mörder recht, hofiert die Leute, die genau diese Stimmen schüren und diese Stimmung schüren, macht Umfragen, gehört der Islam zu Deutschland? Ein Bundespräsident, der versucht, versöhnliche Worte einzustimmen, zu vermitteln, der versucht, auf die Menschen einzugehen und zu sagen, ich bin der Bundespräsident aller Menschen in Deutschland und der Islam gehört zu Deutschland. Millionen Menschen sind Muslime und sind willkommen und nicht aufgrund ihrer Religion zu verteufeln, sondern es sind Mitmenschen. Wir laden sie ein, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Das ist eine gute Geste, die wird von der Presse mit Füßen getreten.
frei nach dem Motto mit der rhetorischen Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Fragezeichen. Unterzeile wäre, natürlich nicht. Seht zu, dass ihr da weitermacht, wo der Held aufgehört hat. Nichts anderes wird hier geschürt. Nichts anderes kann man bei PI News tagtäglich lesen. Aufforderung zum Mord gegen Muslime. Aufforderung zu Hass gegen Muslime. Volkshetze. Sarrazin, der sagt, dass Frauen, die Kinder gebären, eine Gefahr darstellen. Er nennt sie gefährliche Gebärmaschinen. Er nennt die Menschen Kopftuch. Kopftuchprodukte. Er versachlicht die Menschen zu einem Gegenstand. Das ist die höchste Form der Diskriminierung. Das heißt also, nach Sarrazins Verständnis wurde vor einem Jahr im Gerichtssaal in Dresden nicht ein Mensch ermordet, sondern eine grobe Sachbeschädigung angerichtet. Denn es war ein Kopftuchprodukt, das zerstört wurde, also eine grobe Sachbeschädigung nach dem Verständnis von Sarrazin und seiner Sprachwahl. Deutschland hat sich für den Mörder entschieden, hat sich dafür entschieden, dass seine Gesinnung gestärkt wird und dass der im Knast sitzen kann und sagen kann, dass er doch im Recht liegt und dass jetzt der Staat wohl auch erwacht ist und endlich auch in seine Fußstapfen tritt und den Muslimas gewaltsam die Kopftücher von den Köpfen reißen möchte, so wie der Mörder es ja auch tun wollte. Und durch erschreckende Maßnahmen nachhelfen möchte, damit die Muslimas in Deutschland abgeschreckt sind und aus Angst ihre Kopftücher ablegen. Das schafft die Medienwelt, indem sie schürt und schürt und schürt und die Menschen anheizt, damit die Frauen mit Kopftüchern auf den Straßen angegiftet werden, angestachelt durch den Medienmob, angestachelt durch diese Propaganda, dass angeblich Frauen, die ein Kopftuch tragen, die gesittet leben wollen, die das aus freier Entscheidung tun, eine Gefahr darstellen und eine Gefahr muss grundsätzlich beseitigt werden. Nun, die einfache Form ist dann, dass die Frauen sagen, wir verzichten auf unsere Religionsfreiheit, weil wir lassen einfach uns indoktrinieren von anderer Seite, von außen, dass dieses ein politisches Symbol ist. Obwohl die Frauen selber sagen, dies ist kein politisches Symbol, sondern dies ist mein Schutz, dies ist meine Sittlichkeit, die ich für mich in Anspruch nehmen will, im Rahmen meiner Religionsfreiheit. Diese wird genommen. Und wie wird das gemacht? Indem ganz einfach die Verfassung umgangen wird, indem die Verfassung einfach ausgeschaltet wird, indem gelogen wird, indem gesagt wird, das Kopftuch ist ein politisches Symbol, obwohl auf dem Kopftuch nicht einmal ein politisches Symbol aufgedruckt ist, sondern in neutraler Farbe, ohne irgendwelche politischen Symbole, schafft man es, ein neutrales Tuch zu einem politischen Symbol zu verändern, um es angreifen zu können und zu sagen, dass politische Symbole in bestimmten Bereichen, das ist ja nur der Anfang, nichts zu suchen haben. Was ist das? Das ist letzten Endes nichts anderes als eine Enteignung von Grundrechten. Eine Enteignung von Grundrechten, indem man denjenigen, der die Grundrechte in Anspruch nimmt, indem man ihn dazu verteufelt zu sagen, du nimmst nicht die Grundrechte in Anspruch, du willst Politik betreiben, obwohl derjenige nicht einmal im Ansatz nach außen, auch nur im Ansatz eine politische Aussage macht, nicht mal auf seinem Kopftuch ein Aufdruck besteht von Nein, danke oder Nein oder dagegen oder dafür. Und dieses Kopftuch genauso von den Nonnen getragen wird. Aber dort ist es dann kein politisches Symbol, dort ist es dann christlich-jüdische Leitkultur. Man gibt also dem Mörder in seiner Gesinnung, nicht in der Vollziehung des Mordes, das machen dann diejenigen sozusagen, die die Drecksarbeit zu machen haben, ja, dem, wo man dann betroffen, wie zum Beispiel bei Hoyerswerda und Solingen, ganz betroffene Minen machen kann und sagen kann, wie ist das denn geschehen, wenn Wochen zuvor den Übersiedlern eingehämmert wurde, eure Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, das sind die Ausländer. Wir wollen euch ja gerne haben und integrieren, aber die Ausländer nehmen euch ja im Grunde eure angestammten Stellen weg. Jetzt haben wir die Wiedervereinigung und jetzt müsst ihr irgendwie sehen, dass ihr dafür sorgt, dass die Hindernisse beseitigt werden. Das hat man ihnen in den Köpfen getrichtert und sie haben es umgesetzt. Wen will man jetzt einen Vorwurf machen? Demjenigen, der es umsetzt oder derjenige, der zur Straftat anstiftet. Beide sind schuld. Aber bitte auch beide. Nun, wenn man heute sagt, PI News und Co. stiften durch diese Propaganda, durch diese Volkshetze, durch die Hetze zu Straftaten an, wie auch Spiegel-TV-Berichte
und andere Berichte, in dem der Islam einseitig gefährlich dargestellt wird und immer mit der Suggestion, Gefahr muss beseitigt werden, wir müssen uns wehren. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Bürger auf einmal sagen, wir müssen uns wehren, wir müssen aufstehen, wir müssen uns verteidigen. Hat ein Muslim die Bürger in Deutschland angegriffen oder daran gehindert, dass sie frei leben können, wenn jetzt alle im Kanon und sagen, ja, steht doch in den Medien, steht doch in den Zeitungen. Aber frag mal den Nachbar von nebenan, ob der wirklich Probleme hat mit den Menschen hier. Der wird nicht sagen, das habe ich schon erlebt, ich werde in meinen Rechten eingeschränkt und ich werde mein Leben, meines Lebens und meiner Freiheit und beraubt, unterdrückt und was weiß ich nicht alles, so wie es eben dargestellt wird als Gefahr. Sondern der wird sagen, ja Moment, hier bei PI News steht und hier bei RTL steht und hier in der Bild-Zeitung steht. Daher werden die Realitäten gewonnen und nicht aus der Realität. Einseitige Berichterstattung führt ja dazu zu Stigmatisierung. Ist doch selbstverständlich klar, dass bei Millionen Menschen, auch mit Migrationshintergrund, dass auch einige dabei sind, die straffällig geworden sind. Es ist aber auch klar, dass die einzige Medizin für die ausufernde Straffälligkeit unter Menschen mit Migrationshintergrund dadurch verhindert wird, indem wir sie zur Religion und zur Frömmigkeit rufen, indem wir sie zu Gebet rufen und nicht zur Freizügigkeit in den Diskotheken und zu Drogenkonsum, ja, wo die Zöllner dann immer nur versuchen können, durch Stichproben den einen oder anderen Dealer zu fassen und sich zu freuen und sich aber auch mal zu überlegen, bei diesen Stichproben, wie viel geht ihnen da eigentlich durch die Lappen, wenn sie schon bei Stichproben so erfolgreich sind. Das wollen wir verhindern, denn im Islam ist explizit der Drogenkonsum verboten. Ganz klar verboten. Und wer zur Religion kommt und wer den Islam praktiziert und wer ein Muslim ist, der ist dazu religiös unterworfen, von Drogen Abstand zu halten. Es ist verboten. Und in der Überzeugung der Religion hält man die Gesetze. Das beweisen die wahrhaftigen Muslime, die fromm sind, die sich in den Moscheen aufhalten, um zu beten, die Frömmigkeit verbreiten, das Gebet zu dem einen Gott und in Respekt vor Gott auch in den Bereichen, die man nicht sieht, das Gesetz einzuhalten und nicht nur äußerlich zum Schein, um die Leute zu täuschen, sondern in einer inneren Überzeugung. Nein, Deutschland gibt rückwirkend dem Motiv des Mörders von Dresden Recht. Der Mörder kann heute im Knast sagen, na jetzt kommen Sie doch auf meine Fährte. Wir werden sicherlich noch mehr Gewalttaten erleben. Wir werden noch mehr Amokläufe erleben. Denn es wird gezündelt und gezündelt. Von morgens bis abends in den Medien. Es wird den Leuten immer wieder Angst gemacht und Angst geschürt und eine Gefahr vor Augen gehalten. Und das Beste ist, diese Gefahr, die besteht nicht jetzt, sondern man macht irgendwelche Statistiken in die Zukunft, die Sarrazin nicht einmal erleben wird. Oder viele, die diese Statistiken lesen, nicht einmal erleben werden und nicht einmal wissen, was kommen wird. Man macht sich Gedanken über eine imaginäre Zukunft und macht heute damit Politik. Das ist Schüren von Ängsten, die absolut irrational sind und eigentlich in anderen Stellen behandelt werden müssen. Hier geht es offensichtlich um schwerwiegende psychiatrische Probleme. Das Buch von Sarrazin ist für mich nichts anderes als ein Spiegelbild eines Menschen, der tiefgreifende psychiatrische Probleme hat, der ein Weltbild malt, das von Pessimismus und von Schlechtigkeit geprägt ist, wo ich dann sage, das hat nichts mit einer neutralen, objektiven Bestandsaufnahme zu tun, das hat damit zu tun, dass dieser Mann ins Altern gekommen ist und offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, zu differenzieren zwischen Gut und Böse. Und sogar Gefahr sieht in Müttern, die Kinder auf die Welt bringen und offensichtlich paranoide Züge aufweist. Das ist ein ernsthaftes Problem, dass dieses Buch befürwortet wird, aber deswegen haben wir ja in Deutschland Stau bei den Psychologen, Stau in den Psychiatrien und Stau in den geschlossenen Anstalten. Monatelang muss man warten, um einen Termin beim Psychologen oder Psychiater zu bekommen. Ich habe mit Betroffenen gesprochen. Woran liegt das denn? Weil diese Gesellschaft krank ist. Und eine kranke Gesellschaft kann kein gesundes Produkt erzeugen. Deswegen sagen wir Ihnen, es wird Zeit zu gesunden, aber nicht durch Gewaltverherrlichung und nicht durch Schüren von irrationalen Ängsten, die diese Gesellschaft noch weiter in den Sumpf bringen wird und diese Bilder, die wir vor uns sehen, ja, dagegen immun werden.